Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Silent Hill Origins. Ich habe ja schon während des Let's Plays zum ersten Teil um eure Meinung gebeten, was ihr denn gerne als nächstes sehen möchtet. Die Mehrheit hat sich hierfür entschieden, muss ich sagen. Für mich ist es ein komplettes Blind-Let's Play. Und an alle, die sich jetzt schon so auf Teil 2 gefreut haben, seid bitte nicht traurig, habt ein wenig Geduld. Es kommt ja noch, es läuft uns nicht weg. Aber es ist eben nun mal geschickter von der ganzen Geschichte her, wenn ich Origins Teil 1 und 3 miteinander verbinde. Das heißt, also nach dem hier wird noch Teil 3 kommen, dann erst Teil 2, weil, wie soll ich sagen, das ist in sich ja gesehen eine Trilogie, diese drei Teile, auch wenn die ein bisschen Abstand voneinander haben. Ja, und das passt einfach am besten, also, ne, ich möchte bitten, das zu verstehen. So, wir fangen ein neues Spiel an. Es kommt eine Intro-Sequenz, die habe ich schon gesehen, aber ich wünsche euch trotzdem schon mal viel Spaß damit. I just passed there. Hey, you good, buddy? Treetop tall and wall to wall. Travis, you messed up son of a bitch. What you doing on my road? Late on a gig, bud. I'm taking the shortcut past Silent Hill. Stopping for coffee as soon as I hit Brahms. I'm beat. Bad dream still keeping you awake. I told you, man, a girl or two would go a long way. Sleep like a baby with a chick in your cab. Guess I just don't meet the right girls, bud. Maybe if you weren't always blabbering about Luby Bentley's when you were younger, how you don't even remember how why. Hey, chill. You don't see me bringing up your issues. No need. My old lady keeps me fully informed of my failings. The girl keeps notes. You mean she hasn't left you yet? Any day now. See you around, Travis. Take it easy. 10-4. Catch you later, buddy. Huh? Hey, come back! Okay. Das war jetzt schon ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Also wir sind wohl Travis Grady. Nicht Gravis Trady. Ja. Ich schätze mal, das war Alessa, oder? Ich find's auch interessant. Ihr habt gesehen, es ist nicht von Konami gemacht worden, dieses Spiel. Der Entwickler ist dieses Mal Climax. Es wird natürlich noch von Konami gepublished, so viel ist klar, aber... warte mal, ich habe da was gehört. Ich glaube, die... Bei den ersten drei Teilen bin ich mir zumindest sicher, dass die von Team Silent gemacht wurden. Das interne Entwicklerteam von Konami. What? You're never alone with a Hemingway. Ist das Zigarettenwerbung? Ihh, will ich nicht sehen. Pfui, weg damit. Ja.
Ich bin mir bei The Room gar nicht sicher. Das könnte auch noch von Team Silent sein. Aber sie haben es dann irgendwann ausgelagert an andere Entwickler. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss man selbst beurteilen. Aber ich habe zumindest schon gehört, dass die neueren Teile nie die Klasse der alten erreicht haben. Also so viel muss man mal sagen. Hier ist gar nichts. Auch die Musik ist cool. Ah, schön. Ich bin mal ein bisschen ruhig. Silent Hill. Ach Mann, hört schon auf. Not fog. It's smoke. My God. Someone's in there. Wow, der Mann ist ein Held. Oh, diese verrückten Augen. Wisst ihr, was ich glaube? Das war Dahlia Gillespie. Und das ist die Nacht, in der Alessa ihren Unfall erleidet und fast verbrennt. Komplett. Also sie verbrennt schon, aber irgendwie überlebt sie es. Oh Mann, ich glaube, wir müssen sie jetzt finden und retten. Ich will noch die Treppe hoch. Oh, würdet ihr einfach so ein brennendes Haus stiefeln? Oh nö, ist die Treppe gerade. Verdammt. Ach, da geht's schon rein. Na gut. Ja, ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber ihr habt sie ja im ersten Teil schon miterlebt. Ich habe auch Kommentare dazu bekommen, dass wohl... keine Zeit für Lesestunden. Ja, das ist schon klar, Travis. Dass wohl das alles nur ein Unfall gewesen sein soll, aber ich glaube da nicht dran. Dahlia hat das alles inszeniert. Sie hat wohl hier einen Brand gelegt und will ihre Tochter töten, auf dass diese den Inkubus oder Samael gebärt. Den Gott, von dem sie sprach, obwohl sie eigentlich ein Dämon ist. Ah, Feuer heiß. Feuer heiß. Oh, komm, wo ist Alessa? Bitte, bitte, bitte. Oh, nö. Ach, du. You're coming with me. Oh, das ist doch schon... Das sind schwerste Verbrennungen, Travis. Sie kann das nicht überleben eigentlich. Ich glaube, es wäre fast gnädiger, sie hier liegen zu lassen. Naja gut, nicht unbedingt. Aber das könnte kein Mensch überleben, sowas hier. Sie ja schon mit ihrer Kraft. Achso, die Treppe. Da ist jetzt... Na toll, da ist alles zu. Komm ich hier jetzt weiter? Oh nee, spring doch. Leute, das tut mir fast schon weh, wenn ich das sehe. Guck mal, wie sie aussieht, das arme Kind. Ihr habt ja gesehen, wie sie vorher aussah, scheinbar. So, ich kann die Kamera jetzt nur noch hart umstellen, nicht mehr so leicht drehen wie vorher. Wo geht's denn hier raus? Keine Zeit. Ja, ja, das ist mir schon klar, Travis. Das ist mir schon klar. Da geht's doch nirgendwo weiter, sag mal. Da geht's doch nirgendwo weiter. Achso, Ist sie das? Ist das Alessa? Oh Mann, Leute. Sie muss es doch wissen. Feuer reinigt nicht, es schwärzt. Kein Wunder, dass ihr Hass so groß wurde. Oh. Alessa ist ja schon ziemlich mächtig, muss man sagen. Es hieß ja, sie hat ihre Kräfte erst verfeinert dadurch, dass sie dann jahrelang ans Krankenbett gefesselt war. Und nur ihr Hass hat sie auch am Leben behalten. Vielleicht der Hass auf ihre Mutter oder auf die ganze Menschheit. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, was sie mit Lisa angestellt hat. Mit der Krankenschwester. Oder was, Linda? Ich verwechsel das doch immer. Ja, wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht als Spoiler an. Das ist eben alles schon geschehen. Im ersten Let's Play quasi. Ich fasse es nur zusammen. Boah, das arme... Guckt's euch doch an. Safe now. Hey, someone help her. Where is everyone? Ach, das sind die Krankenwagen-Sirenen. Ich dachte, das wäre so Tornado-Warnung oder Warnung vor einem Luftangriff. Das hat sie so interpretiert? Ugh.
Where am I? Na, ich kann's mir denken, wo ich bin. Natürlich. Silent Hill. What happened last night? That girl. Did she make it? They would have taken her to the hospital. Coon Street. I need to see if she's okay. Mhm. Coon Street. Ist das so krümelig, wenn ich rauszoome? Die kennen wir doch noch, die Coon Street. Was ist das? Die Midway Avenue, die Canyon Street, die Cielo Avenue und Toluca. Ah, Toluca Avenue, Toluca Lake. Ja, die kennen wir doch. Also, na, vielleicht kennt ihr sie. Arcadia. Interessant. Was ist das da unten? Was ist nur University? Habe ich mich da verlesen? Ne, Riverside. Ach. Ja, das sind alles Orte, die werden noch vorkommen. Die werden noch eine Rolle spielen im zweiten und dritten Spiel. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Ihr werdet es noch sehen. So, jetzt müssen wir erstmal zum Alchemilla-Hospital. Ich würde gerne wissen, ist das jetzt wirklich der Moment, in dem die ganzen Ereignisse ins Rollen kommen? Warte mal, ich habe es mir schon gedacht. Guck mal, hier. Und das wundert den gar nicht, oder wie? Ich würde jetzt erstmal sagen, WTF, was ist denn hier los? Aber er sieht das ganz gelassen scheinbar. Ach ja. Ist schon okay, dass da die Straße fehlt. Aber die Musikuntermalung finde ich super. Das Lied war sehr schön. Nur leider hat es ja sehr schnell abgebrochen. Aber so wie es ja zurzeit ist auf YouTube, ist das vielleicht auch besser so. Oh, da guckt er schon wohin. Cool Cola. Mit K. Was haben wir denn da? Public Notice under Construction. Achso. Im Bau. Die zweite und dritte Etage des Krankenhauses werden zurzeit renoviert und sind daher für Patienten und Besucher gesperrt. Wir werden uns bemühen, den Krankenhausbetrieb trotzdem dieser Umstände nach Möglichkeit reibungslos fortzusetzen. Die Krankenhausverwaltung hofft auf Ihr Verständnis, sollte es dennoch zu gelegentlichen Störungen kommen. Hoppala. Unseren Schätzungen zufolge werden die Bauarbeiten... Was? Nicht so schnell. Hallo? Innerhalb der nächsten 6 Monate abgeschlossen. Der Umbau der dritten Etage wird unsere Kapazität zur Behandlung stationärer Patienten fast verdoppeln und für eine sauberere, modernere Ausstattung sorgen. Die Qualität der Behandlung unserer Patienten hier in Alchemilla ist uns besonders wichtig. Dr. Phillips, Vorsitzender des Alchemilla-Gremiums. Naja, so wie es jetzt aussieht, ist hier nicht mehr viel mit Patienten. Oh, das ist ja schön. Ich werde nicht mal gefragt, ob ich die Karte aufnehmen will. Das finde ich doch mal sehr komfortmäßig. Room Corridor und Stairs Elevator. Ah, sogar farblich getrennt. Das ist ja nett. Das ist ja richtig nett. Aber warum ist das so krümelig, wenn ich rauszoome? Das ist komisch. Oh. Okay, ich kann mir denken, was das ist. Ja, da kann ich speichern. Sehr schön. Ja, bitte. Ja, bitte, Pupite. Ja, es kann sein, ich weiß nicht, dass es nicht so gut funktioniert, dieses Spiel. Deswegen ist es halt so krümelig. Ich kann es echt nicht sagen, woran das liegt. Okay, das Untersuchungszimmer ist schon mal zu. Okay. Also der Aufbau ist ein bisschen anders, oder? Ich meine, wir waren ja schon hier in Silent Hill 1, aber... Ach gut, die Dreiecke sind die Safes, das ist gut zu wissen. Gut. Schauen wir einfach mal. Okay. Auch hier wieder. Schlüsseldienste würden reich werden in Silent Hill, glaube ich. Ja, natürlich. Scheint zu klemmen. Na, was auch sonst. Von der anderen Seite verschlossen. Was? Also eine öffentliche Damentoilette mit mehreren Kabinen kann man von innen also verschließen. So, so. Das nenne ich mal Platzbeanspruchung. Hört man die Musik? Jetzt ist wieder weg. Was? Ich kann hier nicht weg, bevor ich nicht weiß, was mit dem Mädchen passiert ist. Oh Mann. Also ganz ehrlich, unter normalen Umständen könnte ich sagen, was hier passiert ist. Gab es da normalerweise noch einen Lagerraum, oder nicht? Da hier, da ist eigentlich ein Lagerraum gewesen, wo jetzt der Ausgang ist. Aber sie bauen das ja immer wieder mal ein bisschen um. Das ist ja auch nicht schlimm, finde ich. Abgeschlossen. Oh, ist mal abgeschlossen. Musik wird irgendwie immer lauter, oder? Ah. Hey,
You a doctor? Can I help you? That fire last night. The girl who was burned. Is she here? A girl? We've received no new patients in the last day or so. Was she hurt? She was burned all over. Are you a relative? What did you say her name was? I don't know her name. I was the one who saved her from the fire. She must have been brought here. Is there another hospital? I'm sorry. Perhaps someone in reception could help you. I have urgent business to attend to. Goodbye. Na, das ist ja mal ein netter Kerl. Okay, er fährt in den zweiten Stock. Hm. Die Rezeption, hä? So. Soll ich ja die Rezeption? Ja, komm, ich geh nochmal die Rezeption zurück. Vielleicht ist ja jemand dort, kann ja sein. Nicht wahr? Irgendwie, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber der hat mich irgendwie an Kaufmann erinnert. Ihr wisst schon, der Arzt mit seiner Flüssigkeit da. Dieses Alcholopholus, oder wie das hieß. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ne, hier ist keiner. Der hat mich reingelegt. Der wollte mich wahrscheinlich nur loswerden, der Blödi. Vielleicht kann ich mir jetzt den Aufzug hinterherfahren. Hm. Na komm, nochmal speichern brauche ich jetzt nicht. Das ist Quatsch. Ich meine, Kaufmann ist ja schon damit verstrickt. Er war auch in dem Kult von Dahlia. Das haben wir gesehen in der einen Sequenz, diese Erinnerungssequenz. Wo sie um das Bett... Ach, geht tatsächlich. Wo sie um das Bett von Alessa herumstanden. Eine dreckige Bahre. Ob sie eben erst jemand hier gelassen hat? Hm, vielleicht. Aber die ist wirklich... Guck mal. Da ist voll der Rotz drauf. Da. So. Fahren wir hoch in den zweiten. Oh Gott, der Zeiger ist gerade schon langsam, muss ich sagen. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob dieser Typ dort auf uns wartet. Ich finde übrigens die Mimik sehr hübsch, muss ich sagen. Der beiden Charaktere. Wie er so die Augenbraue und den Mundwinkel so hochgezogen hat, dieser Typ, das sah sehr realistisch aus. Oh nee, oder? You okay? Oh nee. Was? Ein Hammer! Ja komm, nimm den! Okay. Ah, schnell. So, jetzt erstmal umschalten. Nein, Gegenstände. Na komm! Ein schwerer Vorschlaghammer. Alter Schwede, hau ab! Hau ab! Oh, jawohl, hau sie! Oh. Das splattert aber ganz schön. Ich hoffe, ihr seht das auch. Das sieht ein bisschen griselig aus alles. Hä? Was macht er denn? Hit doch drauf, Mensch! Oh oh. Guck mal, ich kann auch ausholen und gedrückt halten. Und jetzt... Bams! Alter Schwede. Hau drauf jetzt! Ja! Oh. Alter Verwalter! Ja, da ist natürlich zu, ne? Ja, aber so müssen die Krankenschwestern aussehen. Guck mal hier, wie die saftet. Ach nee, das ist Schatten. Ich dachte schon, die blutet jetzt wie Schwein. Alter Schwede, ist das übel. Also ich muss sagen, das ist sehr viel expliziter von der Gewalt, als es noch der erste Teil war. Was jetzt wohl auch in der Grafik liegt. Aber, oh, guck mal. Im Fenster, das ganze Zimmer hier ist total blutig. Und hier, wenn ich... Na gut, das könnte doch die Farbe sein. Irgendwas stimmt nicht mit dem Spiegel. Diese Reflexion ist nicht normal. Nee. Ist er nicht. Vorläufige Diagnose. Verbrennungen dritten Grades. Patient ist nicht bei Bewusstsein. Irgendetwas hat verhindert, dass die inneren Organe Schaden genommen haben. Die Texturschäden beschränken sich auf die Epidermis und die Gliedmaßen. Aber wie ist das möglich? Ja, das frage ich mich auch. Das ist wohl die Magie, die sie am Leben gehalten hat. Medizinische Unterlagen sagen mir gar nichts. Oh. Ein Medizinschrank voll mit Medikamenten, die ich nicht kenne. Einfach mal mitnehmen. Ich meine, wenn es schon da ist, zugreifen, oder? Die Bahre ist voller Blut. Es scheint zum Teil noch flüssig zu sein. Wo ist der Typ hingegangen, bitte? Der ist doch in den zweiten Stock gefahren.
Oh, ist das die alternative Welt? Oh, ist das krass. Oh. You're the girl from the fire. How did you... Oh nee, so komme ich also in die andere Welt. This ain't right. So komme ich also hier nach Silent Hill. Oh Gott, wie sie aussieht. Aber richtig gut. Richtig gut. Liebe Leute, ich muss trotzdem zu diesem Zeitpunkt, auch wenn es schon sehr spannend wird. Ja, ging sehr schnell, ne? Finde ich zumindest. Muss ich eine Pause machen. Es wäre schön von euch, wenn ihr ein neues Projekt von mir gerne unterstützen mögt. Mit einer Daumierung, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten auch gerne ein Kommi. Lasst mir gerne Kritik da. Was kann ich ändern? Was? Na gut, wie gesagt, die Reihenfolge der Spiele hatten wir ja schon angesprochen. Tut mir leid, aber es kommt ja noch. Keine Sorge. Leute, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Silent Hill Origins.